Hallo, ich möchte in diesem kleinen Video auch eine Wettererneuerung in Helka 2016 zeigen. Und zwar wurden diese zwei Anschlüsse, also vormals war es der Stirnplattenanschluss an Steg, wurde aufgeteilt in diesen Stirnplattenanschluss an Steg und an diesen. Das heißt, diese zwei Anschlüsse sind in diesem Fall hier auf die neue Oberfläche gebracht worden. Das heißt, im Prinzip gehe ich jetzt bei der zweiten Variante drauf ein. Das heißt, ich starte hier diesen. Den hat es vorher schon auch gegeben. Nur sind hier auch Erweiterungen und die Oberfläche geändert worden. Das heißt, ich habe hier natürlich immer wie immer die Vorwahl, wo oben, unten, links und rechts ist für die Auswahl der Teile. Kann natürlich hier, würde ich hier nochmal die Vorschau erzeugen, damit ich mal sehe, was habe ich hier überhaupt grundsätzlich eingestellt. So, man sieht hier schon ein paar Varianten, die hier eingestellt sind. Das heißt, ich fange hier mal an. Das heißt, Höhe von Überstand von oben, Überstand von zum Profil, zentriert zum Profil. Das heißt, ich kann hier die Werte jedes Mal einstellen, kann hier die Ecken runden natürlich fürs Lasern. Das heißt, Höhe, Überstand von oben, Überstand zum ersten Profil. Das heißt, ich kann hier natürlich jederzeit auch die Änderung aktualisieren lassen. Zum Beispiel bei den Steifen habe ich hier natürlich die Möglichkeit, jetzt kann ich, also in diesem Fall kann ich hier die mittlere Steife nicht einbauen, weil die hier da nichts bringen würde, kann aber die erste und zweite, das heißt, es wird mir hier auch abgefragt, sollen die eingebaut werden, wenn ja, mit welchen Varianten. Natürlich die Verschraubung ist immer wichtig, kann hier einbauen, wie sollen sie eingebaut werden, soll sie umgedreht werden, soll es zur Baugruppe kommen, wenn ja, welche Baugruppen, Strukturen bzw. Verwendungsarten, sollen Verstärkungsbleche erzeugt werden. Beim Bohrungsraster ist natürlich auch wieder das gleiche wie bei den älteren. Hier sind noch beim Galvanisieren sind hier noch Punkte dazugekommen in der neuen Version. Das heißt, hier habe ich die gewohnte Blechgalvanisierung und hier habe ich auch die Möglichkeit, was man hier sieht, die Galvanisierung von den Profilen. Das heißt, ich kann hier unter Stegschnitt, was auch immer, oder ich will keine Galvanisierung, hier dies erzeugen. Schweißnähte ist wie gewohnt, kann ich die hier alle erzeugen. Habe hier die Möglichkeit noch Futterbleche zum Erzeugen. Was hier natürlich möglich ist, das heißt, ich werde hier einfach mal Futterbleche erzeugen. Hier sieht man schon, wenn ein vorgeplant ist, wird das Profil um die Dicke gekürzt und nicht vorgeplante werden neben den Anschluss. Das heißt, ich werde hier mal auf Vorschau gehen. Das heißt, jetzt kommen Sie neben den Anschluss hierher, als dass Sie im Prinzip, wenn man es hier von vorne ansieht, wird hier dies einfach nur, dass man sie vorplanen kann. Kann dies aber auch so machen, das heißt, jetzt wird es wieder hier rein. Das sieht dann so aus. Haben natürlich hier die verschiedenen Möglichkeiten, wie sollen die eingeschoben werden, oben gebohrt, was auch immer. Ich lasse es einfach mal so. Und baue den jetzt. So, das heißt, ich habe den jetzt einfach mal eingebaut. Hier ist natürlich so, wenn ich hier zum Beispiel daraus ein Hohlprofil mache, etwas größeres. Großen ist ja komplett egal. So, von mir aus möchte ich das jetzt auch noch drehen. Das heißt, ich habe hier diesen Anschluss oder dieses Formrohr so erzeugt und ich das jetzt hier mal aktualisiere. Und was jetzt natürlich dazu kommt, hier habe ich dann zusätzliche Möglichkeiten. Man sieht es hier schon ein bisschen, dass ich hier, wenn ich hier wieder in den Anschluss reingehe, habe ich hier die Möglichkeit, bei den Bohrungsrastern, bei den Verschraubungen, Entschuldigung, eine Montageöffnung zu erzeugen. Das heißt, ich kann hier Montageöffnungen machen, ich mache sie einfach mal größer, mit 50 mm. Sieht natürlich, okay, sieht etwas, ist jetzt ein bisschen zu groß gewesen, machen wir halt
40. Aber ich kann hier dann in diesem Fall diese Sachen dann auch erzeugen. Und man sieht es auch schon an der Struktur, die losen Teile, die werden hier in eigenen Baugruppen auch reingesetzt. Man sieht sie auch bei der Baugruppenstruktur, das heißt hier dieses Teil, diese Baugruppe hat nur dieses Teil und das ist dann im Prinzip der Anschluss. Man sieht auch, dass die Verschraubungen in den losen Teilen sind, das heißt, die sind dann auch in den Werkstättenzeichnungen nicht vorhanden.